So, weiter geht's mit der Ratte. Aas und würzige Kräuter liegen in der Luft. Sicherlich richtig ist. Ja, ich fühle es. Tote in der Luft, doch auch eine Süße. You understand then? Ashes and bone litter the island, but where death comes, life rises. The sweetest scents flourish in the deepest tombs. Tell me, do you like roses? Sie sind hübsch genug. Apathy. A more dangerous attitude than pure malice. I fear my musings have taken up too much of your time already. I bid you farewell. Ich bin eigentlich nicht apathisch. Ich mache mir nur nichts viel aus Belohnen. I am not convinced. But I can tell you this. Move southeast and delve downward. There, find the blackest of roses. What happens then? I leave to you. Südosten. So, warte mal. Vindigo war voll unwichtig. Der hinterlässt noch nicht mal einen Questeintrag. So viel zum Thema, die war wichtig. Man denkt, die war wichtig. Die haut das halbe Stift in zwei und jetzt haben wir sie zu Brei geschlagen. Das ist Norden. Südosten ist in die andere Richtung. Okay. Es gibt zwei Verstecke, die versteckt sind. Sagen wir, laufen erstmal an der Küste lang, gucken, was da noch so rumliegt. Ja, wir sind in Merkelmoor angekommen. Geht nicht zur. Geht zur, entlang zur Küste. Geht nicht durch Raff. Geht voll durchs Wasser, warum? Turm. Turm? Da ist kein Turm. Oh, hier ist ein Turm. Ich sehe kein Turm. Ich sehe Muscheln. So, ist das. Das Turm! Was? Wieder was gelernt. Nicht erreichbar. Muss es aber erreichen können. Das ist eine Fischgräte, verdammt. Ach toll, eine Goldmünze liegen lassen. Ja, das britzelt da im Turm drin. Krass. Ja, man kommt da von oben rein. Mit Teleportation. Mir läuft gerade die Nase. Ich habe kein Taschentuch zu an. Das ist echt fies. Die Folge läuft gerade mal 3 Minuten. Können wir einen super Cliffhanger machen, wie wir den Kampf hier starten? nein, bist du verrückt? Still you intrude in our rest. Was I ever so stupid when I war fled? Hast du das weitergeklickt oder was? Ich bin näher rangegangen, ja, damit ich, wenn der Kampf startet, direkt neben ihn stehe. Ja, und du hast das Gespräch damit unterbrochen. Dankeschön. Ah, okay. Okay. I'll yield tonight. Ihr habt es so gewollt. Heil sie! Achso, ach du, nee. ja, kein Wunder. Ich bin dir herangegangen. Ich bin denen voll entgegengestürmt. Du stehst genau neben denen, du Penner. Ja, hab ich doch gesagt. Ja, du gehst. Ich bin dir herangegangen, damit ich, wenn es zum Kampf kommt, gleich losbrechen kann. Dass ich direkt neben denen stehe. Weil ich bin Nahkämpfer. Ist doch ja, aber logisch. Aber ich habe vorher das Gespräch gestartet und dann rennst du den Gegner voll in die Flinte. Das ist genauso, als wenn zwei Heere sich bei. Mach das mal kurz wieder weg. Wenn zwei Heere, wie bei Herr der Ringe, sich entgegenstellen und einer der Orks und die Anführer verhandeln und plötzlich rennt einer von den Menschen her schreiend auf den Gegner zu. Ist genau das Gleiche. Der wird erschossen und dann geht's los. Ich hab schon geklickt, bevor du mit ihm geredet hast. Dann kannst du nochmal wegklicken. So schnell kann man reagieren. Ja, ich war so überrascht, dass du das Gespräch initialisiert hast. Ich hab dich hinten gesehen. Ja, ich kann ja von hinten klicken, das ist doch kein Junge. Willkommen zu den typischen Gesprächen.
Warum machen die Schaden? Warum siehst du aus wie ein Troll? Mach den mal fertig, das brennt gerade in meiner Nase. Na. Autsch. Was ist denn das für ein schwarzes Etwas? Schwarzes Etwas? Ja, oben ist ein Schwarzer in der Reihe. Ja, ist einfach nur schwarzes Skelett. Was macht denn das Schwarzes da? Wer lebt eigentlich noch da hinten? Ach so, das meinst du? Dann ist das... Ach, der ist unsichtbar. Das ist ja gemein, du kannst ja dann genau sehen, wo der ist. Der ist vielleicht so zwei Schritte weiter in deine Richtung von deinem beschwörten Viech da. Oh. Einfach nur irgendwie ganz nah an den Boden ranzoomen, dann auf das Bild klicken und dann geht die Kamera dahin. Tut das nicht weh? Danke. Ja, was anderes wusste ich gerade nicht. Konntest du ihn da oben nicht treffen? Ne, der war zu weit weg. Ah, der war okay. Nicht, der war nicht im Reichweite. Würde ich am besten jetzt mit der... Genau. Geht doch nicht. Kannst du den Typen da oben angreifen? Gesegnet und verfluchte Flächen. Du hast eine gesegnete oder verfluchte Fläche gefunden. Dies sind Varianten normaler Flächen mit veränderten Eigenschaften. Oh oh. Verursacht Heilung. Das ist für dich schlecht. Ja, für die eigentlich auch. Deswegen wundert mich das. Das ist gut für mich. Also ich habe nichts dagegen, wenn das heilt. Das kann spontan sein. Das ist ein spontaner Fall vielleicht sogar gewesen. Damit haben die, glaube ich, nichts zu tun. Achso, die Inkarnation ist dran. Ja, hier steht auch 2 Runden Dauer. Ich denke mal damit, das ist einfach nur ein Spontanfall, der gerade vom Spiel beeinflusst wird. Die Gegner und du sind natürlich jetzt voll sauer darüber, dass das jetzt genau jetzt passiert und nicht irgendwann. Geistesfrieden. Aua. Was? Voll der Crit ins Fress. War da gerade Chlorof? Er brennt und schläft. Ivan brennt und schläft oder was? Ja. Er wurde eingeschläfert gerade. Na, da wird ihn aber warm ums Herz. Wie sieht das von oben nach hinten geschoben hat? Cool.
Aua. Warum hast du das gemacht? Der ist Schaden zugefügt? Ich glaube ja. Ich glaube nicht. Na, ich glaube, das hat mich auch nicht getroffen. Dann sehen fast nicht. So, dann benutzen wir den mal. Bettrollen sind cool. Regeneration auch. Bettrolle funktioniert sofort und total krass. Also. Ja, das macht mir nichts aus. Außerhalb von Kampf sind die Ultra. Weiß nicht, was die im Kampf machen. Gar nix. Katze hat voll Schaden gekriegt, wahrscheinlich durch mein Feuer. Oh. Da hinten sind noch mehr. Mindestens zwei. Nur dreimal dürfen wir raten, dass das wahrscheinlich. Ein Erdmagier? Hä? Du bist schon wieder so. Warum läufst du vor, als wäre ich. Ganz ehrlich, ich bin wirklich wieder davon ausgegangen, dass du vorgelaufen bist. Diesmal habe ich. Hab dich gerade darüber informiert, dass da welche sind. Ja, ich habe es gesehen und ich dachte, du bist da hingegangen. Ich dachte, du wärst vor mir. Oh. Junge, warum sind wir so schlecht? Wir müssen uns mehr absprechen. Ja, aber sowas von. Ah. Ja, es sind nur zwei, also. Da müssen wir nicht mal ansatzweise taktisch vorgehen, denke ich mal. Ja, die macht er im Alleingang. Ist untot, ne? Heisi, ja. Am Moment, der hat 24 Schild. Ja, stimmt. Falschen Hey, Moment. Zählt aber nicht. Das war physischer Schaden? Ne, das war Regeneration. Ich heile. Ja, ich meine, auf dem Schild ist das gegangen und nicht auf dem magischen Schild. Ist eigentlich nicht physisch. Fand ich komisch. Ach, das wird von Magie geblockt. Guck mal her. So geht's auch. So, hier mal Panzer geben, damit ich nicht gleich auf die Fresse krieg. Ja, ich würde gerade sagen, die sind gleich dran. Dann machen wir das doch einfach so. Ah nein, geht nicht, schade. Ja gut, dann Wir sind beide gleich dran, also glaube ich egal. Das hätte auf beide gewirkt. Jetzt hast du nur auf einen gewirkt. Das Fortify wirkt nur auf einen. Nee, Verstärken wirkt glaube ich auf zwei. Nee. Auf Umkreis. Nee. Woher willst du das wissen? Ich weiß das, weil ich die Fähigkeit selber oft genug eingesetzt habe. So, was machen wir denn jetzt? Immer diese Besserwisser. Ha. Außerdem war das Rückgrat gebrochen. Voll. Wasseressenz hat das Viech. Glory is mine. Moment. Wurde vom Tod geholt. Aber warum? Wurde getroffen, physischer Schaden. Achso, das war ihn, der hat ihn direkt tot gemacht. Wieso auch immer, keine Ahnung. Warum hast du da gerade was verschoben?
Wollte gucken, ob das auch am ersten noch geht. So. Hab ich noch nie gemacht. Glory ist mein. Nix ist mein. Doch, Gold und Schriftrolle des Geistesfrieden. Eine cool. Ja, das haben wir noch gar nicht, ey. Kein Gürtel. Boah, eingeweiht hab ich mal wieder. Dann bekommt er den Gürtel. Oh, ich könnte aber auch einen Gürtel gebrauchen. Ich habe nur 3 physisch da drin. Du hast einen Gürtel? Ja, aber nur 3 physisch. Ja, von mir hatte noch keiner einen Gürtel. Achso. Oh, hier sind noch mehr Tote. Was? Achso, du hast Glücks... Cool, danke. Ja. Du hast Glücksbringer mit mir geteilt. Glücksbringer mit dir geteilt? Ja, ich habe was gefunden, was durch deinen Glücksbringer ausgelöst wurde. Ah, ist ja cool. Extra Zeug. Was wir sonst normalerweise nicht gekriegt hätten. Finde ich gut. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Hat sich das denn auch gelohnt? Ja, ich glaube ja. Das war Gold auf jeden Fall da drin. Ah. Das war sonst ganz normal. Achso, hier waren wir schon. Ja. Da sind wir hochgegangen beim letzten Mal, genau.